auch. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Die Schilde habe ich ja vorher schon gesehen. Lass mal schauen, wenn ich das... Nein. So. Das muss auf jeden Fall weiter hoch. Das ist schon mal klar. Setzen wir das erstmal auch da. Da ist das drauf, was wir brauchen. So. Ah, und das da oben ist auch weiter runter. Oder? Ja. Das da oben muss beschwert werden. So, dann müsste es nämlich stimmen. Denke ich. Sobald der Block da weg ist zumindest. Ja, hat jetzt vollgebracht. Aber es war richtig. Es war gar nicht so schwer. So. Das dürfte noch einfacher sein. Theoretisch. Aber so einfach ist es dann gar nicht. Doch, eigentlich schon. Jawohl. So. Jetzt muss ich nur durch dieselbe Methode wieder da durch. Da war ich zu voreilig. So. Jetzt bin ich richtig. So. Ach nö. Okay, das könnte jetzt etwas... Nehme ich dann wieder alle? Ja, dann... So komme ich ja erstmal nicht an alle ran. Also, nee, doch nicht. So. Vielleicht komme ich von hier aus noch eine dran. Einmal. Zweimal. Das letzte war zu weit weg.
Da muss es hin. Ich sag mir nicht, dass ich von hier aus alle erreiche. Nee. Tu ich auch nicht. Vielleicht von da hinten. Moment. Jetzt habe ich Mist gebaut. Könnte es sein, dass ich hier alle erreiche? Aber es würde mir gar nichts bringen. Ach nee. Schnell. Schlecht. Ganz schlecht. So. Ah ja, jetzt kann ich mein Fehler ausbügeln. So, erstmal da. Okay. So, einmal. Und zwar erreiche ich so. Und? So. Das hätten wir. Okay. Weiter geht's. Mal gucken, ob ich wieder kämpfen muss. Bisher nicht. Wundert mich jetzt gerade. Nö. Cool. So. Ja. Ja, das ist jetzt wirklich vergleichsmäßig mehr als einfach. Warte, ich soll nur noch warten, bis es richtig steht. Die Strahlen. Leite die Strahlen. Sind ja unterwegs. So. Das Universum ist krank, Reiter. Der feurige Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist doch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann.
Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist! Lass sie bezahlen! Fang mit diesem an! Nein. Narr, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf! Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen. Okay. So. Noch ein Kopfweg. Das wollen wir dann doch auch gleich mal ändern. Ja. Wie machen wir das am besten? Letzter Strahl, dann bin ich frei. Ja, nicht erwischt. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Leg mal eine andere Platte auf. Ein letzter Strahl, dann geh mal einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Und versuchen uns einfach hochzuarbeiten. Mal gucken, ob es geht. Ja, nee, das muss man wahrscheinlich aufladen. So. Hops. So. Ist da ganz oben überhaupt so ein Dings? Ich sehe zumindest keins. So. Ah, nein. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Was ist denn da überhaupt? Huch. Ein letzter Versuch mal einfach mal so hoch zu kommen. Frei.
Nee. Wie machen wir es denn? Da oben. Ein letzter Vielleicht muss ich tatsächlich einfach nach da oben. So. Hui. Nein. Das ist aber nicht der Plan, Leute. Hallo. So. Aha. Ja, noch weiter hoch. Und so. So. Ah ja, jetzt könnte ich vielleicht so hochspringen. So, guck mal einfach mal. Ja, so würde es theoretisch gehen. Ah so, da braucht man einen Schlüssel. Den haben wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Müssen wir wohl doch irgendwo auf irgendein Zwischendeck. Und da oben wäre doch so ein Portal-Dings gewesen. Naja. So, lande ich gut? So. Ich denke mal, hier muss ich hin. Sehe ich ja jetzt. So. Ah ja. Okay. Da ist erstmal eine Truhe. Ups. So. Ups. Blöde Dinger hier. So. Okay, jetzt sehe ich schon mal was. Oh. Nein. Verdammt, ey. Okay, so. Ah, das Portal ist weg. Verdammt nochmal. Muss ich mir wohl neu schießen. So. Geht doch. Bei Portal wäre das nicht passiert. Zu spät. Und wieder zu spät. Nein! Ach Mann! Jetzt muss ich das Portal wahrscheinlich wieder neu schießen. So. Ach Mann, ich erwähne es nicht. Ja, das war jetzt zu früh. Machen wir es so. So. Verdammt. Ist denn das jetzt richtig, das platziert? Ja, sieht so aus. So. Nicht zu früh durch. Also theoretisch jetzt. Oh, okay. Huch. Oh, das war knapp. So, was haben wir denn hier? Ein... Boah, eine Wendeltreppe. Lalalalala. Ah, da bräuchte ich ein Bömmchen. Haben wir hier wahrscheinlich nicht rumliegen, ne?
War ja klar. So, was haben wir hier? Ja, da muss ich drauf schießen. So. Hier ist doch bestimmt irgendwo... Ah ja, da. So. Mal schauen. Was haben wir denn hier Feines? Aha, jetzt zeigt es zu mir. Da braucht man dann wieder ein Bömmchen. Habe ich irgendwas übersehen? Sind hier irgendwo Bomben? Mal gucken. Also bis jetzt sehe ich keine. Nö. Da hinten vielleicht? Nee, keine Bömmchen da. Das ist ja dumm. Naja. Blödes Ding. Okay, ja, hier sind auch keine. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich auf die andere Seite. So. Beim nächsten halt raus. So. Schwupps. Ah, da sind sie. Da ist das Portal-Dings. Okay. So. Ach, ach nein, was mache ich denn? Das brauche ich. Jawohl. Ach so, ja, ich sollte auch... ich sollte auch ein Portal machen, um es da durchzufeuern. So. Und zack. Und einmal da. So. Okay. Schnappen wir uns ein Bömmchen und... durch damit. Aber knapp. Ah! Verdammt. Da war ich wieder etwas zu stürmisch. So. Ja. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Oh, gucke mal da. Ah, vorletzter Teil der Abgrundrüstung. Wunderbar. Hier müsste ich dann wieder Portal machen. Mäh. So. Nein. Ja. So. Schau mal erstmal hier. So, aber auf jeden Fall. Okay. Achso, hier ist wieder Dr. Azrael. Also sind wir hier noch nicht fertig. Okay. Ach ja, die andere Seite. Da muss ich auch noch eine Bombe hinwerfen. Also, hier ein Portal. Ja. So. Jetzt brauche ich da ein neues. So. Machen es jetzt ganz raffiniert. So. Weil wenn wir das da hinten durchwerfen, dann treffen wir eh niemals. So, jetzt wacht mal kurz. Wir entfernen das Portal nämlich von dem Stein-Dings hier. So. Und setzen es hier hin. So. Jetzt müssen wir nur noch da die Bombe klauben. Und dann haben wir es. So.
So. Da. Das war wohl daneben. So. Das ist ein Treffer gewesen. Ah, jetzt fährt das auch noch bis nach da ganz oben. Ach so. Okay. So. Dann müssen wir jetzt hochlaufen und da oben ein Portal setzen, fürchte ich. Wir speichern aber erstmal schnell. Man weiß ja nie, was passiert. So. Weiter geht's. So. Mann. So, da hatte ich doch glatt einen Frosch im Hals. Genau. Portal hier draufsetzen. So. Müsste ich doch eigentlich so treffen, oder? Jawohl. Voll aufgeladen. Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. So, und jetzt durch. Hey. Oh. Ah, da haben wir den Schlüssel. Wunderbar. Jetzt können wir wieder zu Papa Azrael. Ja, vom Doktor zum Papa. Da sieht man, wie es gehen kann. Ach, wir können eigentlich hier durch. So. Was mache ich eigentlich für einen Mist? Ah, geh mal halt hier durch. So. So. Jetzt kommt wieder die Zielübung. Daneben. 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 Boah, ich bin gut. Das könnte ein Treffer gewesen sein, jawohl. So. Jetzt auf den richtigen Moment warten. So. Wir sind durch. Und können wieder zurück. So. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir warten, bis wir hochklettern können. Und rammen dann unserem Augentüren-Kumpan da den Schlüssel ins Auge. Es ist ja auch mal ein interessantes Konzept eines Schlüssels. Einfach dem Ding das Auge ausstechen, aber mit einem speziellen Schlüssel, also Dolch-Dings. Weil das auf unserem Rücken ist ja zu groß oder so. So. Und die Dinger sind auch Einwegwerkzeuge, ne? Werden jedes Mal weggeschmissen. Damit sich das nächste Auge nicht irgendwie HIV einfängt oder so. Naja, egal. Wir fahren da oben. So. Wie ich das Spiel kenne, dürfen wir auf der Fahrt kämpfen, oder?